Ihr denkt, 6 Wochen Sommerferien sind lang? Dann wartet mal ab, wie das bei den Politikerinnen und Politikern so aussieht. Hier kommen 5,5 Fakten über die Sommerpause im Deutschen Bundestag. Fakt 1. Die Sommerpause im Bundestag ist länger als eure Sommerferien, nämlich 2 Monate lang. Anfang Juli hatten die 736 Politikerinnen und Politiker im Bundestag quasi ihren letzten Schultag. Erst am 4. September gibt es im Plenarsaal wieder Sitzungen und Debatten und anderen Politikkram. Dann müssen also alle wieder zurück nach Berlin. Fakt 2. Die Politikerinnen und Politiker machen Urlaub, aber nicht nur. Ja, so ein Politiker darf natürlich auch mal reisen und ein bisschen chillen. Aber die Sommerpause ist jetzt auch dafür da, dass sie politische Arbeit machen, für die sonst im Jahr eher wenig Zeit ist. Also zum Beispiel mit den Menschen in den Städten und Dörfern vor Ort sprechen, fragen, was die so bewegt und dabei vielleicht eine Bratwurst futtern. Politikergespräche halt. Manche nutzen die Zeit auch, um schon mal viele neue Ideen für die nächsten Sitzungen zu sammeln. Wird offiziell jedenfalls so gesagt. Ihr bereitet euch in den Sommerferien ja schließlich auch gewissenhaft aufs nächste Schuljahr vor, oder? Oder? Fakt 3. Es kann immer sein, dass plötzlich das Handy klingelt, die Politikerinnen und Politiker angerufen werden und aus dem Urlaub zurückkommen müssen. Auch wenn ihnen das gerade so gar nicht passt. Das ist dann der Fall, wenn etwas Wichtiges passiert und der Bundestag etwas entscheiden muss, was nicht warten kann. Fakt 4. Für Bundesministerinnen und Minister gelten noch strengere Regeln in der Sommerpause. Die, die mit dem Bundeskanzler in der Regierung zusammenarbeiten, brauchen nämlich immer eine direkte Erlaubnis von ihm, wenn sie wegfahren wollen, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Und sie müssen dem Bundeskanzler immer verraten, wo sie stecken und wie sie da zu erreichen sind. Denn auch hier gilt, wenn was passiert und die Minister plötzlich gebraucht werden, sollten sie besser antanzen und arbeiten. Ministerinnen und Minister, die in solchen Situationen lieber Urlaub machen und weiter planschen, gehen sonst nämlich auch politisch eher baden. Fakt 5. Die Sommerpause im Bundestag merken wir auch bei Logo. Denn plötzlich ist viel weniger los, über das wir in den Nachrichten berichten können. Die Politik macht ja sozusagen Urlaub. In den Nachrichten spricht man dann deshalb auch vom Sommerloch. Einer Zeit, in der nicht wirklich viel Neues passiert. Dann wird auch mal über Dinge berichtet, für die sonst in den Nachrichten eher kein Platz ist. Zum Beispiel ein entlaufenes Känguru oder ein Walross, das irgendwo auftaucht und plötzlich ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Macht der Bundeskanzler denn auch Urlaub? Dazu jetzt der halbe Fakt, denn wir wissen es nur so, halb. Ob und wo er diesen Sommer Urlaub macht, ist nicht klar, kriegen wir bestimmt noch mit. Eins können wir aber sagen, er liebt wohl Wanderurlaube. Letztes Jahr war er hier im Allgäu. Und wusstet ihr das so schon oder noch nicht? Schreibt uns, was ihr dazu denkt, abonniert uns und dann zurück in die Sommerpause.